Hallo und herzlich willkommen zu den Tata News. Alles, was in der letzten Woche so rund um die Technik passiert ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Legen wir los. Heute habe ich ein Special fürs Ende aufgehoben, also bleibt bis zum Ende dran. Ich würde sagen, wir legen aber trotzdem erstmal los. Meiner Meinung nach nämlich auch mit dem Wichtigsten, nämlich dass Canon den RF-Mount für Drittanbieter geöffnet hat. Das Ganze aber mit dem Haken, dass es nur für Drittanbieter ist. Jetzt haben schon viele gesagt, ja, oh, ist ja auch wieder nur doof, für APS-C-Objektive, das bringt doch nichts, wir wollen Vollformat haben. Ich finde, das ist wirklich grandios. Denn jetzt hat man hier, ich zähle mal auf, das Sigma 18-50mm 2.8, das Sigma 10-18mm 2.8, das 16mm 1.4, 23mm 1.4, 30mm 1.4 und 56mm 1.4. Also eigentlich alle Brennweiten, die man für den APS-C-Bereich braucht, plus dann noch das Tamron 11-20mm 2.8, was ich eigentlich nicht so gut finde, aber lassen wir das mal aus dem Rande. Wir haben jetzt hier alle Linsen für die APS-C-Kameras und ich finde, jetzt kann ich auch zum ersten Mal die Canon APS-C-Kameras empfehlen. Bisher war es ja so, Canon hat tolle Vollformat-Kameras gemacht, die Canon R5, die Canon R6, alle Kameras waren irgendwie Hammer und die Objektive natürlich auch. Nur hatte man hier halt den Zwang, diese Canon-Objektive zu kaufen, für halt auch diesen etwas erhöhten Preis. Dann stieg Canon kürzlich in den APS-C-Bereich um und wie es halt nun mal so war, hatten sie bisher keine APS-C-Objektive und so haben sie eher Kack-Objektive rausgehauen, die mit einer blöden, variablen und wirklich nicht lichtstarken Blende ausgestattet waren und so war der APS-C-Mount eher nicht so attraktiv. Jetzt, wo aber Sigma mit diesen ganzen Objektiven herkommt, finde ich, kann man zum ersten Mal die APS-C-Kameras von Canon empfehlen. Es gibt leider auch wirklich, wirklich sehr, sehr gute Kameras. Ich würde sogar sagen, Canon hat momentan die besten APS-C-Kameras, die es momentan gibt. Die Canon R7 ist wirklich fast unschlagbar, was die ganzen Aufnahmemodi angeht. 4K mit 120 FPS und alles andere und auch der ganze andere Line-Up, das passt einfach. Auch besser als Sony, denn Sony, was hat das so als das Höchste, was das hat? Die A6700. Ja. So viel Gutes ist dabei jetzt nicht. Also hier würde ich mich wirklich freuen, denn jetzt kann man seine YouTube-Karriere auch mit APS-C von Canon einfach starten, was ja wirklich grandios ist. Ich würde sogar heutzutage sagen, eigentlich bräuchte ich keine Vollformate, das ist eigentlich nur das Feeling, so das Selbstbefriedigung hier. Was? Selbstbefriedigung? Nein! Das ist einfach so das Selbstfeeling, dass ich gerade Vollformate habe. Ich glaube, das gleiche Video jetzt hier wäre mit APS-C genauso möglich, hätte man sogar noch Vorteile, dass das Ganze leichter wäre. Die nächste Verarsche ist, die jetzt letztens rausgekommen ist, ist, dass jetzt das Sigma 150 bis 600er und das Sigma 60 bis 600er, also die Teleobjektive von Sigma, jetzt auch an den Sony-Kameras mit 120 FPS shooten können. Ja, das hört sich jetzt erstmal grandios an, dann erfährt man aber, dass das Ganze nur in dem S-Modus verfügbar ist, den DMF-Modus und den MF-Modus. Bleibt also jetzt kein Continuous Autofocus. Ja, also für meine Fotografie wäre es jetzt nichts, denn ich nutze halt immer den Continuous Autofocus. Aber ist ja auch eigentlich für mich egal, denn ich brauche so viele Frames eigentlich gar nicht. Ich habe sowieso nur eine A74, die sowieso nur 8 Bilder die Sekunde schießen kann. Also da müsste ich mir sowieso keine Gedanken drüber machen. Und Adobe hat mal wieder ein neues Update für Photoshop rausgebracht. Das Ganze gibt es jetzt erst als Beta-Funktion. Das finde ich aber auch nicht schlimm, denn ich nutze eigentlich nur die Beta-Version von Photoshop. Ich finde, das hat bis jetzt immer gut funktioniert. Also da muss ich mir keine Gedanken machen. Die Neuerungen sollen jetzt hier sein, dass man erstmal eine bessere Generierung bekommt. Vorher sah das Ganze immer noch so ein bisschen AI-generiert aus. Es sah eher wie ein Zeichentrickfilm aus. Jetzt sieht das Ganze schon viel näher an der Realität aus. Das, was ich wirklich Hammer finde, ist, dass man jetzt, wenn man etwas generieren möchte und nicht immer nur verschwinden lassen möchte, dass man jetzt eine Vorlage hat. Man kann also jetzt in diesem Video, was ich mir angeschaut habe, wurde das mit einem Rucksack gemacht, kann man dann einen Rucksack auswählen und dann als Bild ein Referenz-Image dann nehmen, zum Beispiel einen pinken Rucksack und kann man das dann damit generieren lassen und dann soll das dann so aussehen wie dieser pinke Rucksack. Das klappt in der Beta jetzt noch nicht so gut, wird aber bestimmt bald verbessert werden und ich glaube, das ist wirklich ein sehr nützliches Feature für später. Bisher war es ja immer so, dass wenn man drei Bilder generiert hat und einem eins nur gefallen hat, aber auch noch nicht so richtig perfekt war, dass man einfach nochmal generieren musste und einfach auf sein Glück hoffen musste. Das Ganze gibt es jetzt auch eine Verbesserung. Man kann jetzt nämlich auf das meistgefallenste Bild klicken und kann dann sagen, jetzt ein ähnliches Bild generieren. Und du kommst halt viel schneller zu deinem gewünschten Ergebnis. Und bis jetzt gab es ja auch immer noch das Problem, dass
dieser Generative Film auf einer geringen Auflösung war. Du konntest 1000 mal 1000 Pixel eigentlich immer gut generieren lassen, hattest du immer noch die volle Qualität, aber wenn du halt zum Beispiel jetzt wie ich eine 33 Megapixel Kamera hast, dann sieht das halt immer so ein bisschen unscharf aus, die Qualität sinkt halt genau da an diesem Rand und du siehst es halt auch. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, wenn du das dann generiert hast, dann dein gewünschtes Ergebnis erzielt hast, dass dann Adobe das Ganze nochmal ein bisschen nachschärft, die Auflösung ein bisschen höher schraubt. So sieht jetzt dann diese Grenze nicht mehr ganz so schlimm aus. Und ich finde, das ist auch ein tolles Feature. Insgesamt kann ich sagen, Adobe ist jetzt wirklich sehr, sehr ausgereift. Alle Features sind jetzt hier schon viel, viel besser. Und ich sehe es dann kommen, dass Adobe dann auch schon bald dann diese Credits einführt. Diese 100 Credits pro Monat, die man dann maximal ausgeben kann. Und wenn man dann mehr generieren möchte, dann einfach Aufpreis zahlen muss. Das sehe ich schon kommen. Ja, müssen wir einfach mal abwarten. So, und jetzt das am Anfang erwähnte Special. Wenn ihr jetzt denkt, ach, der Ben hat aber jetzt nicht alles erwähnt, was irgendwie so rausgekommen ist, ich dachte, da wäre mehr, dann ist es wahrscheinlich deswegen, dass ich das Ganze in meinen letzten Technik-News erwähnt habe. Wenn ihr das jetzt sehen wollt, dann guckt gerne dieses Video an. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich hab's nämlich. Ciao.